Hallo liebe Campingfreunde, hier spricht wieder euer Marco von Ehrmanns Reisemobiltechnik. Und heute wollen wir einen Maxvan in das Wohnmobil einbauen, im Schlafzimmerbereich, in einen Ausschnitt 40-40. Das wäre die Dachluke, die kommt raus und dafür kommt ein Maxvan rein. Und weiter geht's dann nach dem Intro. So, liebe Campingfreunde, jetzt geht's weiter. Also wir bauen jetzt hier mal das Fenster aus. Ich habe schon mal den Rahmen weg und da sehen wir dann auch gleichzeitig mal die 12-Volt-Anlage. Das heißt, hier müssen wir mit einem 12-Volt-Kabel rüber, dass wir den Maxvan auch steuern können. Den Rahmen habe ich jetzt schon mal weg und jetzt müssen wir die Dachluke nach oben rausnehmen und schön sauber machen alles und dann hole ich euch wieder dazu. So, liebe Campingfreunde, jetzt haben wir die Dachluke heraußen. Das Loch haben wir frei. Das Kabel haben wir jetzt da schon mal durchgebohrt, durch den Himmel, dass man da nichts mehr sieht davon. Sieht man auch recht schön, dass alles sauber. Dann haben wir hier einen kleinen Kabelkanal gelegt und dann liegt hier, ich habe hier ein Alurohr genommen, sieht immer ein wenig schicker aus. Das wird jetzt dann noch sauber verlegt und wird noch sauber angeschlossen. Aber erst müssen wir mal hier den Maxvan einsetzen. Jetzt müssen wir mal aufs Dach, müssen oben sauber machen, dass die Klebefläche schön sauber passt. Und dann hole ich euch wieder mit dazu. So, da haben wir jetzt das Loch von außen. Da sehen wir, da ist noch recht viel Kleber drumherum. Den müssen wir jetzt mal schön entfernen, müssen wir schön sauber machen, die ganze Klebefläche. Und dann können wir den neuen Rahmen, der hier liegt, den können wir dann einsetzen und schön einkleben und befestigen, so wie es ist gehört. Und dann haben wir hier den Maxvan liegen, den wir dann da einsetzen. Ich hole euch dann wieder Schritt für Schritt mit dazu. Und jetzt machen wir erstmal gescheit sauber hier. So, der Rahmen ist drin. Schön abgedichtet ringsrum und auch verschraubt, so wie es Maxvan auch gerne hätte. Das Ganze. Ich bin zwar immer nicht so der Freund vom Schrauben, aber bei Maxvan macht es Sinn, weil da kommen auch richtig Kräfte drauf und es muss ja auch richtig schön dicht sein. Jetzt setzen wir den Maxvan ein und dann wird er hier an den vier Schrauben links, rechts noch fixiert und dann ist er eigentlich schon drin. Und dann machen wir ihn weiter. Bis dann. Wichtig ist beim Maxvan, beim Einsetzen, dass wir den gleich auf die höchste Stellung gestellt haben, dass wir auch hier unten an die vier Schrauben hinkommen. Das wäre ganz wichtig. Und dann sitzt der Maxvan schon mal so drin, so wie er hingehört. Und jetzt befestigen wir den, machen die Schutzfolie weg und dann sind wir am Dach eigentlich schon fertig. So, und so steht er da, unser Maxvan. Jetzt haben wir das Dach wieder frei. Müssen dann bloß noch ein bisschen sauber machen, ein bisschen putzen. Aber erst lassen wir mal den Kleber mal ein bisschen anziehen. Und jetzt machen wir mal innen weiter. So, der Maxvan ist eingebaut und angeschlossen. Müssen wir dann nur noch die Abdeckung drauf machen unten und den Rollo und die LED-Beleuchtung. Hier haben wir die Kabel. Ich habe es hier wieder mit Lötverbindern zusammen gemacht, damit es schön funktioniert. Hier haben wir es an die Elektrik angeschlossen. Auch die Kabelquerschnitte geprüft und die Sicherung, damit wir auch richtig abgesichert sind. Das ist ja auch immer ganz wichtig. Da denkt immer sonst keiner dran. Einfach nur anklemmen und geht schon. Wird schon funktionieren, das ist halt nicht unseres. Müssen wir schon gucken, ob alles funktioniert, ob die Kabelquerschnitte passen, die Sicherungen passen. Ja, und den Maxvan, jetzt läuft er mal. Wir werden dann mal noch den richtigen Funktionstest machen, aber jetzt kommt hier schon mal kühle Luft rein. Und jetzt bauen wir mal noch die Abdeckung dran und dann machen wir mal den richtigen Funktionstest, ob alles funktioniert. Ich hole euch dann wieder dazu. So, liebe Leute, unseren Maxvan haben wir fertig drin. Ihr seht, die LED-Beleuchtung funktioniert auch schön. Da haben wir noch unseren Rollo,
den man dazu machen kann, wenn die Sonne mal zu euch scheint oder wenn man es nachts dunkel haben möchte. Dann haben wir hier noch unsere Elektrik schön verbaut. Mit dem Alurohr sieht es ein bisschen schicker aus wie mit so einem albernen Kabelkanal. Der Kabelkanal geht oben links rechts. Das ist sauber, schaut sauber aus. Und somit haben wir das Fach mit der Elektrik fertig. Ja, und dann wollen wir mal ausprobieren unseren Maxvan. Jetzt ist er auf Aus. Ich habe hier mal die Fernbedienung. Ich hoffe, man sieht's. Jetzt schaltet man mal ein. So, sollen wir mal gucken, muss man ein wenig länger drauf bleiben. Jetzt. Na, jetzt haben wir wieder auf. Jetzt geht er auf. So. Jetzt macht der Maxvan oben auf. Er fährt auf Hochstellung. Wir haben auch hier das Notrad, wenn mal die Elektrik nicht funktioniert. Wir haben hier Bedienpanel, auch wenn die Fernbedienung mal nicht funktioniert. Und den Temperatursensor. Jetzt bläst er rein. Das Ganze kann man auch umschalten auf dieser Taste. Länger drauf bleiben. Jetzt hat er es erkannt. Jetzt schaltet er oben den Lüfter um und jetzt bläst er die Luft nach außen. Wir sind jetzt bei 40% Leistung. Man hört also kaum, dass er bläst oder kaum, dass man hört. Wir können auch mal auf 10% stellen. So könnte man das zum Beispiel nachts laufen lassen. Ich bin mal ruhig. Man hört ihn kaum. Und somit würden wir immer ein bisschen Luft reinkriegen oder auch raussaugen. Jetzt werden wir mal auf 100% stellen. Mal schauen, wie laut das wird. Na. Jetzt hat er es erkannt. Ja, das wäre jetzt volle Lautstärke, wo er nach außen bläst. Also auch noch erträglich, wenn man mal schnell entlüften möchte. Hier können wir mit links, rechts, also mit Plus und Minus, die Temperatur verstellen, die wir innen erreichen möchten mit seiner Lüftung. Und das kann man jetzt einstellen, das muss man selber rauskriegen. Was geht, was können wir machen. Und ich merke es hier, ich habe hier, weil er nach außen bläst, vom hinten her, vom Rücken her, gleichen Luftzug. Ich merke, es wird kühl hier hinter mir. Also das ist nicht schlecht, das finde ich richtig schön. Ja, und jetzt wird der Maxvan soweit fertig. Ich hoffe, euch hat das Video soweit gefallen. Wenn es euch gefallen hat, würde mich freuen, wenn ihr den Kanal abonnieren würdet. Wenn ihr kein Video von mir verpassen möchtet, dann drückt die Glocke und gebt einen Daumen hoch. Ich bedanke mich, euer Marco von Ehrmanns Reisemobiltechnik. Ja, und wer sowas auch haben möchte, wir nehmen gerne Anfragen, Angebote, Aufträge gerne entgegen. Danke, tschüss.